Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist Earthface wieder mit einem frischen Let's Play zu Resident Evil Village. Ja, ich habe Bock direkt zu zocken. Wir sind im Dorf, haben in der letzten Folge so einen neuen Schlüssel eingesammelt, womit wir jetzt wahrscheinlich neue Wege öffnen können, also neue Tore. Und müssen jetzt, glaube ich, zu dem Händler zurück, um ihm das zu zeigen. Er hat uns nämlich in das Haus geschickt mit dem roten Schornstein. Und genau an dieser Stelle machen wir jetzt weiter. Viel Spaß mit der Folge und wir beginnen jetzt. So, hier hat sich gespeichert. So, einmal nochmal gucken hier. Genau, unser Inventar hatten wir auch sortiert. Kann ich Sachen herstellen? Nein. Ah, hier der vier geflügelte Schlüssel. Das ist schon mal super. Hier kann ich den schmiedeeisernen Schlüssel einsetzen. Ich guck mal, was es dahinter so gibt. Mal so alles erkunden, ne? Ich möchte mal sehen. Bevor wir jetzt hier mit der Story weitermachen. Die Dinger check ich nicht, ne? Die kann ich zerstören. Aber ich check das irgendwie nicht, warum. Aber ich möchte eigentlich keinen Schuss verschwenden. Aber mache ich mal. Sorry. Okay, eins ist mir mittlerweile klar, wir müssen leider bei Resident Evil Tiere töten. Ist scheiße, aber müssen wir. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, da kann ich nicht hin, warum auch immer. Pistolenmuni. Von der anderen Seite verschlossen. Was heißt denn von der anderen Seite? Okay, da kann ich noch nicht durch. Da muss ich hin, ne? Da war doch der Händler. Den Duke aufsuchen. Schlüssel mit vier geflügeltem Embryo. Oder ist das dann der Schlüssel? Boah, ich bin gerade ein bisschen. Ach, Vorhängeschoss hätte ja auch noch aufschießen können. Sehe ich gerade. Wir gehen mal dahin jetzt. Ich muss einmal zurück. Und zwar, was ist denn hier mit dieser Tür? Ich muss doch zu diesem Dude zurück, oder nicht? Ja. Na, und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt vier insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Die Grafen? Gleichzeitig gefragt. Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die vier Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Ach krass, okay, vier von denen gibt Die es. zweite lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Oh nein, muss ich da vier Anwesen jetzt besuchen? Der dritte ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben.
Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik, außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Der ist aber gut informiert, der Dude. Was ist das denn? Hä? Ach krass, das ist eine geile Karte. Lady Dimitrescu habe ich besiegt. Schatzhaus beim Fluss. Donner. Ja, das ist geil gemacht, okay. Okay, das ist immer richtig cool. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Okay, hier fängt das Spiel jetzt richtig an, also. Aber gerne. Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Dukes Feinkost. Okay. Sammeln Sie... Ja, darf ich mal lesen? Kräuterfisch. Im Besitz habe ich gar nichts. Hier. Davon könnte ich was machen. Mache ich mal. Ah, ich kann's kaum erwarten. Komplett. Bin gleich zurück. Bestätigen. Danke für deine Geduld. Hier deine Portion. Pilaf mit Geflügel und Wild. Guten Appetit. Der beim Blocken erlittene Schaden wurde reduziert. Ach, das ist, so, kein ist das Gericht für permanent? Solch eine lebensfeindliche Umgebung. Ach, krass, das ist ja geil. Da kriege ich dauerhafte passive, also permanente Passiveffekte. Sowas wie jetzt mit dem Blocken. Das ist mal richtig geil. Okay. Ankauf. So, das wird wahrscheinlich alles haben. Oh, nicht alle, nicht alle. Nicht alle, sorry. Das war knapp. Schätze. Ja. So, welche Waffe? Das ist die neue. Die verkaufe ich. Und die Rohrbombe. Ne, die Rohrbombe behalte ich. Sowas nenne ich ein durchschlagendes Verkaufsargument. So. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Werkstatt. Verbessern. Erstmal alles hier verbessern. So. Auch bei meiner Schrotflinte. Überlass das mir. So. Okay, viel Geld haben wir jetzt nicht mehr. Waren. 50.000. Was? Die Pistole kostet 50.000? Hä? Okay. Geil. Schönen Tag. So, dann können wir aber wieder. Ich möchte eigentlich nicht so oft im Menü unterwegs sein. Aber. Schnellzugriff, das machen wir mal oben. Das machen wir mal diesmal unten. Dann machen wir links das Messer und rechts die Rohrbombe. Okay. Zugbrücke. Podest. Ähm,
Mit 4 geflügeltem Embryo. 4 geflügelt habe ich doch jetzt. Aber mit einem Wesen. Okay, Embryo ist nochmal was anderes. Gut zu wissen. Embryo ist was anderes. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ich bin auf jeden Fall ready für die ganzen Zombies. Die können mir gar nichts mehr. Also scheißegal. Meine Waffen sind hochgestuft. Ich nehme jetzt auch alles mit, bevor ich in das nächste Schloss oder Anwesen gehe, weil ich meine, das Schloss von Lady Dimitrescu war ja zu heftig. Und ich glaube nicht, dass die anderen einfacher werden. Also ich will mich da echt gut vorbereiten. Okay. Warum ist das Haus noch rot? Ja. Das verstehe ich manchmal nicht, ne? Warum ist das Haus noch rot, wenn ich jedoch alles habe? Dann bin ich blind? Das System verstehe ich noch nicht so ganz. Ja. Hab hier nichts mehr. Ich meine, das Ding haben wir ja auch schon. Finde ich echt komisch. Naja. Okay. So, wie komme ich denn da hin? Das auch wieder mit einem Embryo. Okay. Das hätten wir auch. Komme ich dahin? Waffe in der Wassermühle. Gehen wir mal hier hoch. Also ich muss jetzt hier einfach nur runter. Ach, die sind schlau. Das geht nicht. Ich kann da nicht runter. Okay, das ist schlau. Aber ich kann die ganzen Brunnen jetzt benutzen. Zum Beispiel hier. Benutzen wir mal. Achso, aber nicht um runterzugehen, oder? Geschnitztes Tier. Kopf. Okay. Brunnen. Ja, ich will jetzt mal alle Brunnen mitnehmen. Das wird jetzt so ein reines Gefarme, das sage ich euch jetzt schon mal. Ich möchte jetzt hier Progress machen im Sinne von Farmen, also vorbereiten. Ich werde jetzt hier, glaube ich, erstmal nicht in das nächste Anwesen laufen. Ich möchte mich echt gut vorbereiten, Leute. Brunnenkurbel. Halskette mit 2 Fassungen. Also, das hätten wir auch. Okay, geh ich mal hier lang. Was war hier in dem Haus? Auch wieder nichts, aber doch hier.
Schießpulver ist blau. Okay, da haben wir Luizas Erbstück und Geflügel. Müssen wir leider wieder umbringen. Sorry. Oh, es tut mir echt leid. Diese Passiveffekte gefallen mir schon mal richtig. Also beim Blocken weniger Schaden bekommen ist jetzt vielleicht nicht so Game Changer, aber das ist schon mal geil, dass man durch das Erjagen oder durch das Jagen der Tiere die Ressourcen sammeln kann und damit sich dann sozusagen Fertigkeiten erkauft. Oh Gott. Oh nee, nicht wieder welche Viecher. Oh, der ist so schnell. Vielleicht an den keine Muni verschwenden. Hier unten in der Ecke ist ein Brunnen. Eine Muni-Verschwendung gerade. Ich bin echt geizig bei Resident Evil, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin wirklich geizig. Rohrbombe dreimal. So. Wo ist jetzt hier die Schatztruhe? Ach krass. Explosivgeschoss. Okay. Was war das denn jetzt? Luzias Halskette. Sag ich immer Luzias? Heißt das nicht Luizas? Keine Ahnung. Ne, Luizas war das, ne Luzias. Ah, wie peinlich, ey. Mein Gott, ich kann nicht mal lesen. Ich glaube, die heißt nämlich Luisa. Und ich sag die ganze Zeit Luzias. Also, was soll ich dazu noch sagen? Wie kommt man denn zu Luzias Haus? Okay, da komme ich gar nicht mehr rein. Herstellen. Okay. Wir heilen uns einmal. So, was hätten wir? Okay, hier wäre alles fertig. Okay, wir müssen da wieder zur Werkstatt. Wie komme ich denn da wieder hin? Wir gehen mal hier einmal über das Feld. Jetzt hier. Okay, das ist schon mal falsch.
Schießpulver. Wie komme ich nochmal dahin, Leute? Ich muss auch mal meine ganzen wichtigen Gegenstände untersuchen. Vielleicht kriege ich da das ein oder andere Schlüssel-Item. Da haben wir noch eine Truhe. Valkyrenstatue, ist das richtig? Nee, da gehe ich falsch. Okay, da geht's aber nicht lang. Wie komme ich denn da hin? Gar nicht wahrscheinlich. Okay, ich kann da die Leiter hoch. Das bringt mir nichts. Ist hier ein Fenster? Ach doch. Ach krass. Okay. Sammlerstück. Da muss ich jetzt hin. Komme ich da rein? Guck mal, hier war ich sogar schon. Und zum Glück werden jetzt die ganzen Sachen markiert, weil ich hätte es jetzt hier nicht gefunden. Habe ich ja auch nicht, weil ich hier schon war. Angeblich alles abgesucht. Habe ich nämlich gedacht. Ach, das war das. Okay, ich komme hier gar nicht rein, ne? Passt auch nicht. Ich glaube, ich muss hier erstmal diesen einen Dude killen. Ich glaube, das dauert dann. Die ganzen Schlüssel passen nämlich nicht. Untersuchen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Ja, wo bist du denn? Hier drin. Okay, Dietrich. Ja, da komme ich dann erstmal nicht rein. Okay, darauf muss ich dann erstmal verzichten. So, da komme ich nicht hin. Da ist ein Dietrich. Nein, da ist kein Dietrich, sondern da ist ein Schloss, was ich mit einem Dietrich knacken kann. Da gehen wir dann jetzt hin. Mir fehlt so eine Minimap, ehrlich gesagt, damit ich nicht ständig diesen Move hier machen muss. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss jedes Mal auf Touchpad drücken. So, wo war das mit dem Dietrich hier? Scharfschützengewehrmunition. Ah, unnötig. Schade. Da ist ein Brunnen. Und merkt ihr es? Ich bin so richtig in Farmlaune gerade. Also nicht Farm im Sinne von Farm, weil es hier aussieht wie so eine Farm, wie so ein Dorf, sondern Farm im Sinne von Sammellaune. Ihr habt es doch sowieso verstanden, warum erkläre ich das gerade? Brunnenkurbel. Dietrich. Geil. Das hätten wir auch. Hier hin. Wie komme ich da nur hin? War ich da überhaupt schon? Was fehlt mir denn hier noch? Komme ich nicht hin. Da komme ich auch noch nicht hin. Ja, sonst Zugbrücke, Kaufmann.
Ich habe wirklich nur das eine Haus, ne? Da gehe ich nochmal hin. Und dann experimentiere ich mal kurz mit meinen wertvollen Gegenständen rum. Diese ganzen Tierköpfe und so, was ich bekommen habe. Aufschließen. Jawohl. Okay. Habe ich das alles vergessen aufzumachen? Nee, war ich ja schon überall, ne? Wo ist das mit dem Dietrich? Jawohl. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, bla bla, okay. Ach, warte mal, ist das vielleicht derjenige, der so einen Schlüssel hat? Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet, also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal allein zu Luisa. Das Loch hinten beim Stall könnte nützlich sein. Okay, was für ein Stall? Welches Loch? Loch? Was für ein Loch? Wir gucken mal jetzt was. Herstellen. Und mit den ganzen Schüsseln kann ich nichts machen. Hier auch nicht. Schatzkarte. Familienfoto, hier kann ich auch nichts machen. Halskette. Stein aus einer Halskette. Kette mit Schlüssel. Luisas Schlüssel. Moment. Luisas Schlüssel. Moment. Jetzt bin ich aufgeregt. Was mache ich nochmal mit Luisas Schlüssel? Falsch. Wie komme ich hier? So, hier lang? Muss ein. Muss hier einmal rechts lang. Luisa Schlüssel, was mache ich damit? War das jetzt vielleicht das eine Haus hier mit dieser Truhe? Passt es eventuell? Passt nicht. Boah, die ständige Karten öffnen, Leute, aber ja, muss sein. Luisa Schlüssel.
Was sind denn hier Häuser, das sind durchaus unterirdische Gänge? Das sind Gebäudepläne. Dann nochmal ein Notizbuch. Irgendwo habe ich doch aber diese ganzen Tierköpfe gehabt. Wichtiges. Ach, hier. Wertvoll. Okay. Ich will jetzt einfach nur noch raus hier. Gehe ich wieder hier durch. Warum kann ich da nicht durch? Was war denn das hier für ein Eingang? Okay, da geht es auch nicht weiter. Ja, Leute, ich glaube, ich habe das hier jetzt erstmal so halbwegs vollständig erkundet. Zu diesem Zeitpunkt natürlich. Jetzt nur die Frage, die ich habe, wo gehe ich denn jetzt lang? Schatzhaus beim Fluss. Welcher Ort eignet sich jetzt am besten? Soll ich das nach der Reihenfolge machen? Es wurde ja erstmal gesagt, also Donna wurde mir als erstes gezeigt. Also Lady Dimitrescu, dann wurde mir Donna gezeigt. Ich hoffe auch, dass das die richtige Reihenfolge ist. Aber bei Dimitrescu ist noch ein Schatz, würde ich gerne mitnehmen. Resident Evil. Achso, ich komme hier gar nicht zurück. Oder? Ach, ich kann die Fische, stimmt. Die Mühe machen wir uns jetzt wegen den neuen Gerichten. Okay, und noch ein Fisch. Okay, Fische down. Okay, da komme ich jetzt erstmal nicht mehr zurück. Ja. Da komme ich jetzt erstmal nicht mehr zurück. Woher kommen die denn auf einmal? Okay, wie viel Leben habt ihr denn? Mein Gott. Ja, da komme ich nicht hin. Okay. Da komme ich nicht hin. Dann zurück. Wir haben jetzt vollständig erkundet, also ich werde jetzt mich darauf konzentrieren, dann doch jetzt zu Donna zu kommen. Werde natürlich unterwegs gucken, ob ich noch so ein paar Secrets lösen kann. Dann müssen wir hier lang. Ja, ehrlich, mir fehlt echt eine Minimap, ne? Ich muss ständig diese große Karte öffnen. So. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Ja. Schätze. Nein. Sorry. Gesehen und gekauft. Okay.
Beachte mich gar nicht. Werkstatt, habe ich alles vollständig verbessert? Okay. Dann kann ich hier... Jawohl. Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Danke für deine Geduld. Hier deine Portion. Guten Appetit. Also steht doch da. Die maximale Gesundheit wurde geringfügig erhöht. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Okay. Die Bewegungsgeschwindigkeit steigt. Ja, geil. Das bockt mich an. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Okay, ich glaub dir, mein Freund. Herstellung, Scharfschützen, Munition. Erste Hilfe, wir haben ja genug Platz, ne? Scharfschütze, Munition, Mine, Rohrbombe. Okay, Scharfschützen, was soll ich mitnehmen? Nein, ne? Nee. Lass es erstmal. Danke für deine Treue! Bitte! Mit 4 Flügeln. Jo. Da geht's schon mal weiter. Entriegelt. Hier wollte ich aber auch noch mal gucken. Ach, hier komme ich doch her. Ja, genau, die Zugbrücke. Kann ich da vielleicht so ein... Ah, Moment. Kann ich jetzt hier nicht so ein... meinetwegen Brunnenkurbel platzieren? Oder... Ne, mehr gibt's nicht. Okay. Krass, ich habe tatsächlich dann... Das wird mir jetzt so bewusst, Lady Dimitrescu ist dann wirklich Geschichte, habe ich beendet. Weil von den ganzen Trailern, Gameplay und die war ja voll im Hype, diese Lady Dimitrescu und nur von ihr gelesen, gesehen. Ich dachte, das ist so, spielt so einen richtigen Hauptcharakter, dass sich wirklich die ganze Story um sie dreht, aber tatsächlich war es nur einer von mehreren Bossen, sogar die erste, und haben wir besiegt und die ist jetzt Geschichte? Krass. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Friedhof. Super Location. Ach du Scheiße. Also Atmosphäre ist bei Resident Evil definitiv on point. Also es bockt mich richtig an. Also diese Gruselstimmung, diese Atmosphäre, diese ständige Spannung haben, diese Jumpscares. Also ich finde es schon mal bis jetzt richtig cool. Ethan. Was? Meine Frau? Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Mia? Was geht hier vor? Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Das möchte ich ja. Alle verlassen mich.
sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Alter. Donna Beneviento. 1987 bis 1996. Das Donna Beneviento ist doch die nächste von der Miranda, die wir töten müssen. Spinne ich jetzt? Hier ist aber irgendwo ein Schatz versteckt. Freed from the bit of flesh, she now walks the valley of death. Okay. Familienfoto. Ach jo. Ehrlich jetzt? Ich hab's einfach mal probiert, also voll random gerade zu mir. Teufel. Gib deine Erinnerung ab. Jo, mein Familienfoto. Möchte ich aber wieder haben. Spannung steigt wieder. Ich hasse irgendwo innerorts unterwegs zu sein, weil die, genau wegen so einer Scheiße hasse ich es, innerorts unterwegs zu sein. Mein Gott. Come with me, Ethan. Oh nee, das ist das Anwesen von dieser Donna, glaube ich, ja. Haus Beneviento. Aber die Namen finde ich cool. Lady Dimi... Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Lady Dimitrescu und Donna Beneviento. Also die Namen finde ich schon mal richtig cool. Wenn wir hier Loot abchecken. Oh, schon wieder. Aber da passiert irgendwie nichts, ne? Das ist wahrscheinlich so ein mega Secret und am Ende erhalte ich das Drachenschwert plus 5 oder so. Hallo. Ich bin im Foyer. Okay, aber hier werde ich jetzt erstmal die Folge beenden. Jetzt sind wir in dem Anwesen von Donna Beneviento. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Das Schloss von Lady Dimitrescu war ja schon heftig, da war ich immer ziemlich angespannt. Ich muss auch sagen, draußen in der Öffentlichkeit, in der Freiheit, habe ich deutlich weniger Angst, weil ich einfach frei bin. Ich habe so einen Überblick mit dem Ganzen. Aber in so verwinkelten Räumen und in diesem Schloss und jetzt in diesem Anwesen, da habe ich immer so ein bisschen mehr Panik. Aber ich bin krass aufgeregt und gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Sieht auf jeden Fall genau wie beim Schloss absolut null einladend aus. Ich weiß auch nicht, warum man in diesen Horror-Games immer ständig solche scheiß Anwesen besucht. Aber, ja, das war's. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr definitiv die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.